Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Purpur. Wir gehen zurück zur Akademie, jetzt da wir endlich alle Rematches gegen die Arenaleiter abgeschlossen haben. Und ja, Sagarir erwartet uns dort bereits. Ich sehe es jetzt gerade nicht herausstehen, aber ja gut, wird innerhalb in der Akademie sein. Ja, und ich hoffe, dass wir heute gleich direkt mit dem Turnier starten können. Vor allem wird das heute wahrscheinlich auch ein längerer Part werden, weil, soweit ich weiß, müssten das insgesamt 4 Kämpfe sein, die wir bestreiten. Also ich habe mich da schon informiert. Wer es genau ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es 4 Kämpfe sind. Hier ist sie. Schön, dich zu sehen, Champ Nemado. Na, was hältst du von der Eingangshalle? Gefällt es dir, von so vielen Büchern umgeben zu sein? Ich war halt nicht oft hierin. Das ist das Problem. Das freut mich. Es war meine Idee, das Design bei der Renovierung vor ein paar Jahren so umgestalten zu lassen. Aber kommen wir zum Punkt. Schildere mir doch bitte deine Eindrücke von den Arenaleitern. Wobei, hier kann ja jeder alles mithören. Gehen wir lieber irgendwo hin, wo wir ungestört reden können. Hättest du eine Idee, wohin? Ist mir eigentlich egal, wohin. Aber ich kann halt nicht wirklich viel krasses Positives über die meisten... Ins Zimmer von mir! Okay. Das ist also dein Zimmer hier in der Akademie. Da war ich auch sehr seltener. Dann ist das quasi der Ort, an dem du zum Champ herangereift bist. Kann man so sagen. Obwohl, du lebst ja noch gar nicht so lange in der Akademie. Vielleicht sollte ich bald mal dein Elternhaus einen Besuch abstatten. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Mich würde interessieren, welche Eindrücke die Arenaleiter bei dir hinterlassen haben. Wer hat dich deiner Meinung nach im Kampf am wenigsten gefordert? Am wenigsten? Also, entweder einer von den beiden. Ich gehe mit Rona. Rona also. Wer hat bei dir den bleibendsten Eindruck hinterlassen? Den bleibendsten, muss ich echt sagen, war Combo. Weil mit der habe ich wirklich ein bisschen überrascht. Und wer hat sich im Kampf als die härteste Nuss erwiesen? Ja, auch Combo. Zu guter Letzt noch die wichtigste Frage von allen. Welcher Arenaleiter magst du am meisten? Am meisten von allen? Da gehe ich mit Enigmara. So, das wären auch schon alle Fragen. Vielen Dank. Deine Eindrücke waren höchst interessant. Sie werden mir bei meiner Planung gewiss von großer Hilfe sein. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Einen Kingstein. Ein Item zu tragen, trifft der Träger das Ziel mit einem Angriff, der Schaden verursacht, streckt es eventuell zurück. Hey, Kingstein war doch immer... War Kingstein nicht zur Entwicklung eigentlich? Oder haben die das umgeändert? Das kann... Achso, vielleicht gibt es kein Pokémon, was sich dadurch entwickeln kann. Stimmt schon. Dank deiner Hilfe ist mein Terminplan nun nicht mehr so überladen. Es spricht also nichts gegen meine Teilnahme an dem Turnier, über das wir im Büro des Direktors gesprochen haben. Captain Wheeler wird sich bestimmt darüber freuen. So, dann verabschiede ich mich fürs Erste. Du bist sicher ziemlich erschöpft. Lass es für den Rest des Tages mal ruhig angehen. Digga, nichts ruhig. Ich will starten ins Turnier. Lass es ruhig angehen. Seit... Ah, okay. Also ich soll wirklich pennen. Na dann, gute Nacht. Eine Woche später, dank des unermüdlichen Einsatzes von Emilia und der Unterstützung durch die Pokémon-Liga, war es endlich Zeit für das langersehnte Beginn des Pokémon-Kampfturniers. Ah, Nemado. Wir sind gerade noch rechtzeitig mit der Vorbereitung für das große Akademie-Turnier fertig geworden. Ach ja, wir haben das Turnier letztendlich so genannt, damit jeder sofort weiß, worum es geht. Pepper hatte noch ultimative Schulschlacht vorgeschlagen. Dann hat Direktor Klemme das auch noch so gut gefallen, wo ich mich alles rumärgern musste. Aber sag mal, wie sieht's bei dir aus? Fühlst du dich bereits für die Herausforderung? Alter, ich bin ready. Ich paniere euch alle. Das war die einzige richtige Antwort. Ich will sehen, was du als Champ so alles drauf hast. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Top-Champ dank dir auch mitmacht. Das ist der Hammer. Leider werde ich nicht aktiv teilnehmen können. Ich habe hinter den Kulissen mit der Organisation des Turniers alle Hände voll zu tun. Dafür kann ich aber dein Können ganz objektiv als Zuschauerin analysieren und bewerten. Der Treffpunkt ist übrigens beim Empfang im Eingangsbereich. Wehe, du verspätest dich. Ne, Mila nimmt also nicht teil. Das ist eine krasse Geschichte. An der Stelle, ich habe mein Team schon vorbereitet, dass ich starte natürlich mit Afiti rein. Einfach nur, damit ich wieder Kehrtwende anwenden kann. Weil ich halt nicht weiß, wer mich erwartet. Welchen Kurs möchtest du? Ich will keinen Kurs!
Ich will mit dem Kampfturnier beginnen. Wo kann ich denn das starten? Ach, da steht eine Mila nebenbei. Alter, bin ich blind. Da bist du endlich. Um an Großakademie-Turnier teilnehmen zu können, musst du dich hier bei dem Turnierhelfer anmelden. Wären Sie bitte so gut, meinem Freund die Turnierregeln zu erklären? Selbstverständlich. Zuallererst solltest du wissen, dass beim großen Akademieturnier Lehrer und Schüler gleichermaßen teilnehmen dürfen. Sämtliche Teilnehmer werden einander nach dem Zufallsprinzip zugeteilt und nur die Sieger der einzelnen Kämpfe verbleiben im Wettbewerb. Die Matchpaare werden per Losziehung durch die Turnierleitung festgelegt, bis man sich auf dem Kampfplatz im Auge gegenübersteht. Weiß also niemand, mit wem er es zu tun bekommt. Wer als Sieger aus dem Kampf hervorgeht, den erwartet schon das nächste Kräftemessen. Für den Verlierer hingegen endet das Turnier bereits nach einer einzigen Niederlage. Mit anderen Worten, wer Kampf um Kampf gewinnt und bis zuletzt übrig bleibt, ist der oder die Allerstärkste der Akademie. Vielen Dank für die Erklärung. Die Regeln habe ich zusammen mit Direktor Cable festgelegt. Bei der aktuellen Teilnehmerzahl sollten etwa 4 Siege ausreichen, um das Turnier zu gewinnen. Denk daran, dass auch Lehrer teilnehmen. Die haben es echt drauf, also sieh dich vor. 4, okay, das heißt 16 insgesamt wahrscheinlich. Weil wenn es nach K.O.-System geht, muss es ja so sein. Sprich einfach mit mir, wenn du soweit bist. Let's go! Braucht gar keine Vorbereitungszeit. Ich bin bereit. Bereit. Ich bin natürlich bereit. Du bist eine Marte und hast den Champ-Rang inne, korrekt? So, deine Anmeldung ist hiermit abgeschlossen. Begib dich nun bitte zum Austragungsort. Also 4 Siege reichen aus. 4 Kämpfe. Das kriegen wir hoffentlich im heutigen Part hin. Müssen wir so um die 5 Minuten pro Kampf. Alter, hätte ich das gewusst, hätte ich die ganzen Sachen noch vorher gemacht beim Ding. Also im letzten Part. Damit sollten wir vollzählig sein. Ich war sehr schön, dann kann es ja losgehen. Einigen wird die freudige Nachricht gewiss schon so angekommen sein. Unsere Traumakademie hat erneut einen Schüler vorgebracht, der den Champ-Rang erreicht hat. Dabei handelt es sich um niemand anderen als einen Mardo. Krass, Junge! Der ist der Hammer, Alter. Ein Hoch auf den Champ. Es ist für uns ein Anlass zu größter Freude, dass er dieses phänomenale Leistung während seiner Zeit hier in unserer Akademie vollbracht hat. Unsere Schulsprecherin Emila hat eigens dieses Turnier organisiert, um ihren Freund unsere neuen Champ-Gebühren zu feiern. Der Wettkampf soll nicht nur dem neuen Champ eine Möglichkeit bieten sein können, unter Beweis zu stellen, ja, sondern auch all jenen aus der Schülerschaft, die ihre Stärke für gewöhnlich nicht zur Schau stellen, werden ermutigt, diese Gelegenheit zu nutzen. Und natürlich ist auch das Talent der Mitglieder des Kollegiums nicht zu verachten. Ja, das heißt, dass die Lehrer auch teilnehmen. Doch ehe ich zu sehr abschweife, erkläre ich hiermit das große Akademieturnier, auch die ultimative Schulschlacht genannt, für eröffnet. Ah, jetzt heißt das wirklich so. Die ultimative Schulschlacht. Kommen wir zum ersten Kampf. Wen wird das los zusammenführen? Den Mado, also ich, gegen Pepper! King Pepper! Das ist nicht euer Ernst. Gleich in Runde 1 soll ich gegen einen Champ ran. Du bist sicher überrascht, dass ich auch mitmache, oder? Allein ein verdutztes Gesicht zu sehen, war mir die ganze Mühe wert. In Zone 0 ist mir bewusst geworden, dass ich mich noch deutlich steigern muss. Also habe ich mit Master Furious und meinem Team ein extra hartes Training absolviert. Denn falls es jemals wieder brenzlig wird, möchte ich Seite an Seite und auf Augenhöhe mit dir kämpfen können. Aus diesem Grund will ich heute auch gewinnen, mir egal ob durch Glück oder Können. Von dir steht der neue Pepper, der pfeffert dir jetzt erstmal ein paar neue Schärfe gerade in deine Küchenregal wohl bekommst. Der ist aber auch nicht begeistert gewesen, also kriegt gleich direkt mich als erstes los. Wäre ich auch nicht begeistert, stell dir vor, ich würde irgendein Turnier bei irgendwas, ganz egal bei irgendeinem Sport oder was anderes, mitmachen. Und ihr kriegt den Vorjahressieger in der ersten Runde bei einem K.O.-System. Da denkst du auch so, what the fuck. Ja, hier ist schon mal nicht sehr effektiv. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, Kehrtwende gleich direkt. Warte mal, Staraffel konnte ja gleich direkt, wenn mich nicht alles täuscht, Bodenattacken. Das wäre schon mal bad. Ja! Ich wusste es einfach! Ich konnte mich nur erinnern, dass der Kerl Erdbeben drauf hatte. Erstmal einen schönen fetten Nahkampf und da ist die Geschichte jetzt schon vorbei, Alter. Schön, dass ich mir die Kampfstile von denen noch ein bisschen gemerkt habe. Na gut, Pepper kennen wir halt, das ist das Gute. Ich habe eher Angst, dass wir irgendwen kriegen, dann später, den wir noch nicht kennen. Wenn Emila nimmt ja nicht teil. Jalapeno. Ich glaube, da brauche ich Azuclades.
Die Musik ist auch komisch irgendwie, aber irgendwie auch geil. Genau, das war das Vieh hier. War nicht sehr effektiv. Oh. Fuck! Ja, gut, okay. Knirscher! RIP, Alter! Gut, einmal Reue Schwert, damit ich meine KP wieder kriege. Oder zumindest einen Teil davon. Ja, ein paar sind's. So, Hallo Penny ist auch raus. Wer kommt als nächstes? Saltigant. Als Saltigant habe ich eigentlich nur eine Möglichkeit. Dann muss ich sofort meinen Bouchelin reinschicken. Ne? Beziehungsweise meinen Starter. Mein Starter wäre klüger gewesen, glaube ich, aufgrund Blumentrick. Weil 100% Volltrefferquote. Keine Ahnung. Ist ja wirklich noch immer so. Ah, damit es ein bisschen Abwechslung auch ist. Hydropumpe. Und jetzt triff. Genau. Boom! Raus. Lol, mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch gar nicht aufs Level geguckt von dem. Was hat denn der für ein Level überhaupt? Tentera. Warte mal, Bodenpflanze, glaube ich, wenn ich nicht alles täuscht. Das hört sich so friedlich an, die Mucke. Überhaupt keine Kampfmucke. Genau, es One-Hit, nämlich wenn er Bodenpflanze ist, hat er vierfach Schwäche Eis. Und aus, das kommt auch noch. Bleiben wir auch gleich. Oh. Scheiße, das war nicht geplant. Ja, das ist blöd. Na, muss ich mit Starter rein. Ich bin mir gerade sehr unsicher, wie ich da vorgehen soll. Ostas hat nämlich Wasser und Eis, wenn mich nicht alles täuscht. Aquadurchstoß, gut, das tut mir jetzt weniger weh. Dann machen wir einmal einen Blumentrick. Ja, und das ist wahrscheinlich wieder ein Volltreffer gewesen. So ist es. Ciao, ciao. Und das heißt, last one, Mastiffioso. Und haben wir den ersten Kampf schon überlebt. Ja, Pepper, keine Chance gegen uns. Ist natürlich klar. War von Anfang an klar, weil wir einfach sein Pokémon schon kennen. Und aufgrund der 10 Level unter uns ist das natürlich... Also, auch Sebastiofoso wird jetzt keine Wende mehr bringen. In der ultimativen Schulschlacht werden wir heller leuchten als alle anderen. Achso, stimmt, die machen ja Terra-Kristallisierung. Gut, was das angeht, werde ich mir Zeit lassen. Ich weiß ja nicht, was noch auf mich zukommt. Aber gegen Pepper, Terra-Kristallisierung, nee. Brauchen wir nicht. Das ist Unlicht, oder? Digga. Ah, scheiße, warte mal, das könnte jetzt knapp werden. Nee, keine Terra-Kristallisierung, bin ich blöd eigentlich. Ja, das hatte ich befürchtet, dass sich das jetzt ausgeht. Ja, da bin ich leider... Ja, da ist mein Starter raus, aber egal. Hat er wenigstens auch ein Erfolgserlebnis gehabt. Er hat meinen Starter-Down gemacht. Respekt. Wer ist denn schnell? Stimmt ja eigentlich. Einfach Kehrtwende einsetzen. Ich darf als erstes gut damit der Kehrtwende lassen, bis gleich beenden. Ne? Wobei ich gerade überlege, eigentlich war das dumm, weil was ist, wenn ich jetzt gar nicht healen kann? Das wird ja hoffentlich nicht passieren, aber man weiß ja nicht. Ich bin stolz, jemand so cooles und starkes wie dich, meinen Freund, nennen zu dürfen. 13.600! Und der Sieger des ersten Kampfes ist Champion Mardu. Alter, wie viel willst du mir noch. Wie viel Pokédoll wollt ihr mir noch in den Arsch stecken? Hurra, so macht man das. Was für ein fantastischer Kampf und das schon gleich in Runde 1. Oh, als Champ kämpfst du echt in einer anderen Liga. Die Niederlage zieht mich zwar runter, aber es war mir eine Ehre.
Es könnte wohl nicht schaden, mich, wenn ich die Arenen ebenfalls mal abklappern würde. Leg dich im nächsten Kampf bitte besonders ins Zeug, auch für mich, verstanden? Ne? Mhm. Ja, okay. Runde 2, Nemado gegen... Fuck off. Ein neuer. Puh, dass du einfach mal so während der Schatzsuche zum Champ aufgestiegen bist, da fehlen mir glatt die Worte. Jetzt habe ich gleich zwei Schüler meiner Klasse, die den Champ-Rang innehaben. Um ehrlich zu sein, stehe ich schon ein wenig unter Druck. Schließlich will ein Lehrer gegen seine Schüler nicht den Kürzeren ziehen. Nun denn, sollen wir anfangen? Ich drücke mir dann mal selbst die Daumen, dass ich gut abschneide. Ja, das Problem ist, von dem weiß ich nichts. Genau das war nämlich das Problem. Dass wir einen Gegner kriegen, mit dem wir nicht wissen, wo wir es zu tun haben. Akani! Akani ist schon eine heftige Nummer gleich direkt zum Start. Eins der stärksten Feuer-Pokémon überhaupt. Ja, ist nicht sehr effektiv, wundert mich jetzt überhaupt nicht. Ja, da habe ich nicht viele Möglichkeiten. Ich muss mal wechseln, ganz klar. Flammenblitz! Ja, tut mir natürlich schon ein bisschen mehr weh. Aber ihm tut es, glaube ich, mehr weh. Denn jetzt kommt ein schöner Aqua-Durchstoß. Und damit ist es vorbei für ihn. Ja, Akani, wirklich eins der stärksten Feuer-Pokémon aus der ersten Gen. Ich glaube, jeder hat immer einen Akani im Team, wenn man nicht Lurager Starter hatte. Manzidea? War das nicht im Wasser auch? Nee, das war das Vieh. Fuck! Laubklinge, RIP. Ich hoffe, ich brauche nachher kein Wasser mehr, weil sonst wird's beschiss. Und jetzt setze ich ihn jetzt ein. Wieder ihn. Ja, dann einmal schöner Gifthieb. Das ist nämlich jetzt für Brogelin. Dafür, dass er mir einen Down gemacht hat. Ist jetzt eigentlich stärker? Habe ich gerade Pampros. Fuck! Pampos ist Boden, brauche ich ganz klar. Das ist Erdbeben, ja, gut. Also, das halte ich ganz. Pampos war dieses große Ding da, wenn mich nicht alles täuscht. Auch Typ Feuer. Also, wenn der jetzt hauptsächlich auf Typ Feuer setzt, dann das wäre kacke. Ja, das ist genau das, aus der siebten Gen nämlich. Das ist nicht sehr effektiv. Zähigkeit. Jetzt wird's halt echt kritisch grad. Ja, die scheiß Zähigkeit bei ihm, die geht mir gerade am Sack. Das ist nämlich so eine Scheißfähigkeit, die er hat. Ah, jetzt. Fuck, ich habe mich mit meinem Hammerarm komplett selbst vernichtet. Warte mal, was hat der eingesetzt? Rambus. Rambus war... Ja, es ist genau das, was ich befürchtet hatte. Ist so eine Kacke gerade. Es bringt nichts, ich muss kurz mich mal healen. Ich komme nicht drum rum. Aber wenn jetzt noch mein Feuer-Pokémon einsetzt, dann muss ich Brogelin heilen, dann geht's nicht anders. Das tut jetzt auch weh. Ja.
Digga, Alter, wieso Erdbeben ist doch, das ist ja, nicht physisch, was soll das? Nahkampf hat er auch noch drauf. Ja, dann lassen wir es halt die ganze drauf gehen auch. Gut, wenn du es so willst, dann willst du es halt so. Steht 2-2 gerade nämlich. Ich bin gerade nochmal überlegen, ich glaube, der hatte gar keinen Feuertyp. Ich habe nämlich irgendwas im Kopf, da im Hinterkopf. Lamus kommt als nächstes. Das ist ja auch schon wieder so scheiße. Lamus hat ja seinerseits Wassernachteil, also Wassernachteil, weil er Wasser ist, aber kann er nicht Psychoattacken auch? Ich probiere es mal Blumentrick. Okay, da ist One-Hit, Gott sei Dank. Wenn wir mal auf 4-2, Schluck weg. Das ist gerade echt scheiße. Das ist gerade richtig scheiße. Gegen Schluchweg ist ja... Nein, die zwei, die was gegen Schluchweg effektiv wären, sehr effektiv, sind schon draußen bei mir. Jetzt kommt er mit Schutzschild auch noch. Sag jetzt nicht, du spielst auf Defensive. Ich hasse dich, Junge. Toxin. Gut, Toxin kann ich leben, weil da kann ich dann nachher Top-Genesung usen, aber trotzdem, es ist so belastend. Ah, ich hab komplett scheiße verspielt alles. Weil eigentlich, nee, egal ist es nicht. Weil was ist, erstens mal, was ist, wenn er das macht, natürlich. Also jetzt die ganze Zeit nur auf Schutzschild spielen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Alter, das würde ich mir so als kleines Kind zutrauen an der Stelle, dass ich so spiele. Also, Gegner vergiften und dann irgendwann hoffen. Eishieb ist sehr effektiv. Oh. Na, Toxin wird leider jetzt immer stärker gerade. Das ist so lächerlich. Als Klassenlehrer so spielen ist aber heftig. Aber du kannst mich mal fetz. Schau mal, was ich mache. Wenn du glaubst, dein Toxin kann mir irgendwas anhaben, vergiss es. Na, jetzt kann er von mir das Eis nicht ersetzen, das ist mir eh scheißegal. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder Schutzschild verwenden. Ach, so macht er das. Stimmt, weil Schutzschild bei Wiederholter. Wenn dazwischen aber immer eine andere, also kann, wenn er es wiederholt einsetzt, kann es irgendwann mal nicht funktionieren. Wenn er es aber abwechselnd einsetzt, dann geht das gar nicht. Dann wird es wahrscheinlich immer sitzen. So hat er das gewollt. Keine verkehrte Taktik. Fahriger Rief, Normal und Psycho. Da brauche ich meinen Starter. Da komme ich auch nicht anders weiter sonst. Vor allem, das ist sein letztes auch noch. Wenn ich eh immer wieder geheilt werde, ist es mir jetzt egal. Ich gehe auf Terrakristallisierung Nachthieb. Vielleicht gelingt mir sogar der Volltreffer, dass er direkt draußen ist. Weil die Frage ist jetzt, wer Terrakristallisierung, was wird er? Wenn er normal wird, dann wird es Kotze. Also zumindest muss ich dann Garden Scapes wieder einwechseln, also Flamingo.
Da habe ich ihn dann. Spätestens an den Eiern. Ne, er wird Psycho. Er wird Psycho, Gott sei Dank. Adios. Stimmt, wenn ich so gedacht hätte, hätte ich eigentlich jetzt auch Azucarades einsetzen können. Aber egal, wir haben ihn. Er hat mich mehr beschäftigt, als ich erwartet hatte. Ja, das schaut er blöd. Ja, verpiss dich. Hui, das hast du aber gut gemacht. Warte mal, 13.000? Jetzt wird... Also, nee, Blödsinn, das war vom vorherigen Kampf, oder? Ja. Gut, das war die zweite Runde. Das heißt, wir haben jetzt schon mal Halbfinale, wenn es 4 Kämpfe wirklich sind. Boah, aber es hat mit nichts, das war wohl nichts. Du hast es echt drauf, ne Mado. Bei deinem selbstsicheren Auftreten würdest du sicher einen besseren Lehrer abgeben als ich. Senior Jim. Oh je, ist der Direktor wütend? Ich glaube, jetzt kriege ich Ärger, wie auch immer. Gib du auch im nächsten Kampf alles. Von unseren 4 verbleibenden Teilnehmern wird es nun Zeit für Runde 3. Tatsächlich, 4 sind es noch. Ich gegen... Gegen Amura! Tag, Neuzugang. Das große Akademieturnier, oder besser gesagt die ultimative Schulschlacht. Hier wird per Kampf entschieden, wer das stärkste Mitglied unserer Akademie ist. Schon meinen bloßen Gedanken daran juckt es mich in den Fingern. Es ist die ideale Bühne, um mein gesamtes Können unter Beweis zu stellen. Und du bist also der Grund, weshalb wir heute dieses Turnier veranstalten. Dafür danke ich dir, lieber Neuzugang. Wobei, vielleicht sollte ich dich ab jetzt nur noch Champion Mado nennen. Als Lehrerin empfinde ich es als meine Pflicht, meinen Schülern den Weg zum Erfolg zu weisen. Aber andererseits darf ich als Kampflehrerin auf gar keinen Fall gegen einen Schüler verlieren. Wie stehe ich denn sonst da? Darum sei mir nicht böse, wenn ich dich im Kampf nicht mit Samthandschuhen anfasse. Und das mache ich mir eh keine Sorgen. Aber ey, das ist die, mit der wir übrigens diesen Arena-Prüfung gemacht haben bei Thulia. Legius. Springt die da die ganze Zeit umher, ich glaube ich kurz gleich. Ja, ich muss sowieso Kehrtwende anwenden, weil Typ Boden. Ja, da bin ich schon wieder im Nachteil. Hä? Nicht Typ Boden? Okay, das ist verwirrend. Das ist gerade echt verwirrend. Ja gut, dann gehen wir mit Gardenscapes ran. Nicht sehr effektiv, das passt schon mal. Vor allem... Ja, jetzt haut er sich selbst aufs Maul ein bisschen. Weil ich komme jetzt mit einem schönen Sturzflug. Und down! Ich wundere, dass ich diese Taktik eigentlich noch immer fahren werde. Flamingo ist dadurch schon oft draufgegangen. Taurus, da ist jetzt aber die Frage, welches... Bedrohung, ja, ich glaube, das ist Feuertaurus. Das ist aber auch wieder Sturzflug sehr effektiv, na dann. Und wieder One-Hit, okay. Gut, das wird aber der letzte Sturzflug gewesen sein, weil beim nächsten wird Flamingo draufgehen, glaube ich, selbst. Ja, Meditalis ist als nächstes dran. Gut, bei Meditalis kann ich sowieso nichts anders machen, dann muss ich eh wechseln. Ja, und zwar auf meinen Starter. Gut, jetzt würde er, glaube ich, wieder einen aushalten, glaube ich, sogar mit dem Level Up, weil er jetzt 3 KP mehr hat. Ich habe das jetzt im Kopf, war ich, glaube ich, über, dass er, glaube ich, rausgegangen wäre, ganz knapp. Beim nächsten Sturzflug. Gut, bei Minital ist mir das sowieso egal. Einmal Knuddler. Und auch der ist raus. Das Halbfinale einfach mal so durchrasieren. Resladero. Da muss ich mit... Schwierig, ehrlich gesagt. Der ist ja, glaube ich, auch Flugkampf oder so eine Geschichte. Mhm, sehr effektiv. Ich mach's einfach mal.
Ah, ganz knapp geht es sich nicht aus. Mit der Flying Press kommt. Gut, zieht ab, aber nicht allzu schlimm. In der Terrakessa ist irgendwer draufgegangen. Schon, also da wäre er One-Hit gewesen. Egal. Das ist auch ein Satz, was nicht One-Hit ist. Nochmal Taurus. Gut, dann gehe ich doch nochmal drauf, auf ein Ding rauf. Es wird wahrscheinlich jetzt ein anderes Taurus sein, nicht wahr? Naja, genau. Ich sage, es geht sich aus. Und zwar ganz knapp. Bitte komm, bitte komm. Ja. Hariyama. Der Typ will mich doch verarschen gerade. Jetzt kommt der echt mit Hariyama. Gute Arbeit, damit hast du meinen Kampfgeist geweckt. Boah, das ist die Frage, was nimmt das jetzt an für ein Ding, für ein Typ, man? Ich mache erstmal das hier, weil ich halt nicht weiß, was jetzt kommt. Mir geht dieses Rumgehüpfe von hier übrigens ein bisschen auf die Nerven. Was, wenn man das die ganze Zeit sieht? Es sieht nach Kampf aus, oder? Ja, ist auch Kampf. Gut, dann war das eine gute Entscheidung. Erstens, weil jetzt Erdbeben kommt. Super. Gut, Erdbeben tut nicht so sonderlich weh. Eigentlich, stimmt, eigentlich könnte ich sie hinauszögern, aber es wäre klüger einzuwechseln. Ja, vor allem, weil es jetzt mit Erdbeben weitergeht. Also Azogadis, ja gut, den nächsten überlebt er nicht mehr. Gut, dann Gardenscapes rein. Und dann machen wir mal einen fetten Sturzflug und dann ist die Geschichte vorbei. Steinkante?! Wie konntet ihr das denn jetzt riechen? Weiß ich nicht, sehr effektiv, das ist mein Glück. Raus mit dir ganz schnell, aber. Alter! So. Das heißt, Halbfinale haben wir auch überstanden. Wer steht denn jetzt dann eigentlich im Finale? Da bin ich schon gespannt. Ja, aber für das, die ist eigentlich weit gekommen. Beim Kämpfen gegen dich wird einem klar, warum das Wort Kunst im Kampfcode steckt. Das kann man schon sagen, eigentlich, die ist schon weit gekommen. Und der Sieger des dritten Kampfes ist Champ Nemado, ja. Diese Niederlage schmerzt besonders, das gibt es auch nichts zu beschönigen. Ja. Doch ich kehre nicht mit leeren Händen nach Hause zurück, ganz im Gegenteil. Ich habe unglaublich viel dazugelernt. Es überrascht dich vielleicht, das zu hören, aber auch für uns Erwachsene gibt es täglich Neues zu lernen. Sonst würden wir euch Kinder doch wohl kaum damit in den Ohren liegen, dass ihr euch hinter eure Bücher klemmen sollt, nicht wahr? Vielen Dank für den tollen Kampf. Habt den Sieg fest im Blick und gebt alles. Toi, toi, toi. Ja, mein Vater wird das anders sehen, weil der meint, der hat schon alles gelernt im Leben. Damit erwartet uns endlich das große Finale. Ja, aber wer? Wer ist mein Gegner? Ich gegen? Alter, ich hätte es mir eigentlich auch denken können. Der Top-Champ nochmal? Ich dachte mir schon, dass wir uns im Finale gegenüberstehen würden. Wir beide haben so viel Zeit damit verbracht, an unserem Können zu feilen, das hier im finalen Kampf zur Schau zu stellen und das Publikum mitzureißen. Tja, das kommt meiner idealen Welt erstaunlich nahe. Als Präsident in der Pokémon-Liga sowie als Vorstandsvorsitzender dieser Akademie könnte ich gerade nicht zufriedener sein. Wenn wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen treiben, dann können wir eine noch größere Synergie erreichen. Lange Rede, kurzer Sinn, lass uns das Publikum durch ein wahres Kampfspektakel inspirieren. Spornen wir sie dazu an, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Ja, hätte ich auch gesagt, deswegen let's go. Top Champ! Das ist schon mal, glaube ich, gut. Nee, Blödsinn, das ist nicht gut. Das ist nicht gut! Psycho, Kacke!
Mhm. Sehr große Kacke sogar. Level 69. Und die Flinkklaue. Die wirkt. Hä, wäre ich nicht als erstes dran gewesen? Ja, wenn das so ist. Mittlerweile habe ich mich an die Musik aber schon ein bisschen gewöhnt. Genau, es hat keine Wirkung. Auf das habe ich nämlich jetzt gehofft. Dass sie auf eine Psychoattacke geht. Weil mit der Einwechslung von meinem Starter, der Unlicht hat als Typ, ist Psycho absolut wirkungslos. Und das hat sich gerade bezahlt gemacht. Chef rum. Da kann nur Flamingo eine Rolle spielen. Chef rum ist der Typ normal. Ist aber auch krass irgendwie, wenn ich mir das so vorstelle. Ich meine, Chef rum, das ist halt so ein Pokémon, was ich nie hätte. Es ist nicht normal. Da habe ich das schon wieder verwechselt. Egal, dann Sturzflug. Trotzdem down. Flamingo über Ziege, alles klar. Glad Imperio. Da brauche ich meine Art zu Gladys wieder. Das ist auch so ein Pokémon, von dem wir eigentlich noch keine Stärke wirklich sehen konnten. Ne? Ja, es geht sich mit einem Flammenblitz aus. Und das geht sich auch aus. Alter, jetzt beim Top-Champ machen wir alles zu One-Hitter. Das wär's. Arctilas. Ja, da bin ich auch schon wieder im Vorteil. Das ist nice. Stimmt, vor allem nicht zu vergessen, sie hat ja dann am Schluss noch dieses eine aus Lumiflora. Wie heißt das, Lumiflora? Das eine aus der Zone 0. Oh, es hat überlebt. Okay, das überrascht mich jetzt gerade. Scheiße, warte mal, da kann jetzt aber viel kommen. Ja, ich hatte gedacht, da kommt jetzt irgend so ein scheiß Erdbeben. Und ich hatte gerade recht, doch noch. Warum hatte ich damit recht? Wirklich, sag mir das bitte. Warum hatte ich damit jetzt gerade recht, dass da... Warum kann auch jeder gefühlt Erdbeben erlernen? Wirklich. Damit nimmst du eigentlich wirklich auch Feuer-Pokémon viel Kraft immer. Agilusa. Was war denn das nochmal? Bin mir gerade voll unsicher, was Agilusa nochmal war. Das war dumm von mir, dass ich da drin geblieben bin. Ja, das war sehr dumm. Das war sehr, sehr dumm. Starter, ich brauche dich. Sag mal, durch das hätte, glaube ich, mein Azuka ist nicht mehr über die Bühne gebracht. Aber vielleicht der Blumentrick macht das ganz, macht dem schnell wieder ein Ende. Jupp, der ist One-Hits. Und damit bleibt nur noch genau Lumiflora. Und hier ist eindeutig ein Vorteil zu erkennen. Ich meine, es wird zwar jetzt auf Terrakristallisierung hinauslaufen, natürlich. Fuck, das habe ich vergessen. Was ist denn das nochmal Terrakristall-Typ gewesen? So wäre natürlich Ding im Vorteil. Also nichts, komm. Wir machen alles oder nichts. Typ Feuer. Und wir schauen mal, was, zu was sie sich entwickelt. Vielleicht der Helm in die Zukunft fällt hier als Lumiflora. Man muss aber sagen, Lumiflora ist ein Pokémon, was wirklich zu ihr passt. Das ist auch so ein bisschen düster wie sie selbst.
passt echt gut zu ihr, muss man sagen. Normal. Normal! Oder? Nee. Oder Gestein? Was war das Haus nochmal ganz schnell? Okay, nee, es war nicht normal. Gott sei Dank. War das. Warte mal, war das. Der Kampf war es auch nicht. Was war das? War das Haus Gestein, oder? Beschiss. Beschiss. Ja, da bin ich raus. Drachenklau ist stärker, können wir das nochmal kurz machen. Aber es wird auf alle Fälle nicht ohne Down rausgehen. Vor allem jetzt kommt der Giftbelag noch. Ja, ja, ich meine, gewinnen werden wir es auf alle Fälle, aber nicht ohne einen Down. Vor allem jetzt kommt Terra-Ausbruch auch noch. Ist aber gut, dass wir das so gemacht haben, weil das heißt, nur 20 KP Schaden, weil er ihn nicht mehr hat und ja, ein anderer bekommt den Terra-Ausbruch nicht zu spüren. Trotzdem war es so klar, das ist noch immer größtes Vieh überhaupt nach meinem Starter. Und mein Starter lasse ich es jetzt auch zu Ende bringen. Ja, natürlich, er kriegt ja Gift ab, das stimmt schon, aber ist okay. Ist okay. Gut. Finish. Finish and over aus. Top Champ wurde besiegt und das heißt, wir sind der Sieger natürlich von unserem Turnier, das extra noch für uns gewidmet wurde. Bei dir hat eine strahlende Zukunft vor sich. 16.800 Poké-Dollar. Unglaublich. Der Sieger des großen Akademie-Turniers und somit der allerstärkste Pokémon-Trainer der Akademie ist Champ Nemado. Wow, du hast es geschafft, Nemado. Juhu, ja, ich habe meinen Namen überall. Also, wir sind's endlich. Jetzt sind wir der allerstärkste auch noch an der Akademie. Was kommt jetzt? Nochmal Staff Credits oder was? Ah, ich wollte es gerade sagen. Nochmal Staff Credits. Ich möchte mich hiermit recht herzlich bei allen Teilnehmern sowie den Anwesenden hier für dieses grandiose Turnier bedanken. Jeder einzelne Kampf am heutigen Tag hat die Bande zwischen Pokémon und Trainern so hell erstrahlen lassen wie die Sterne im Himmelszelt. Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. So lautet das Motto der Traumakademie und diese wundervolle Wettstreit stand ganz in dessen Zeichen. Da meine Ansprüche dazu neigen, sich in die Länge zu ziehen, möchte ich an dieser Stelle zum Ende kommen. Ohne weitere Umschweife gebe ich nun das Wort an unseren Ehrengast, Vorstandsvorsitzende Zacharia, bitte sehr. Angetrieben von lautstarkem Zuspruch aller Anwesenden haben sich die Trainerinnen und Trainer heute gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt und Erstaunliches erreicht. Tief in mir spüre ich, dass dies der Kern all dessen ist, was nicht nur diese Akademie, sondern ganz bei dir beseelt und stimuliert. Champ Nemado hat seit dem Ablegen seiner letzten Prüfung nochmal deutlich an Stärke hinzugewonnen. Anstatt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, arbeitet er unablässig an sich. Alle Trainerinnen und Trainer haben heute den Willen bewiesen, noch stärker zu werden. Ich hoffe inständig, dass dieser wie ein Funke auf allen Menschen hier in Paldea überspringen möge. Somit wird diese Region stets aufs Neue die Champs von morgen hervorbringen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Zacharia, haben Sie vielen Dank für diese bewegenden Worte. Eigentlich würde sich das als perfekter Zeitpunkt anbieten, um das Turnier zu beenden. Doch ihm verdanken wir einen regen Austausch zwischen Kollegium und Schülerschaft, der sogar das Potenzial haben könnte, die gesamte Region zu erfassen und zu beleben. In Anbetracht dessen habe ich beschlossen, das große Akademie-Turnier fortan in regulären Abständen stattfinden zu lassen. Okay. Vielleicht sollte ich nächstes Mal auch teilnehmen. Okay, das kommt also öfters. Ich hoffe doch sehr, dass du nächstes Mal nicht nur hinter den Kulissen aktiv sein wirst, Emila. Den Spaß werde ich mir doch nicht mal entgehen lassen, Senior Direktor. Sie haben mein Wort. Sehr schön, dann erkläre ich hiermit das erste große Akademie-Turnier offiziell für beendet. Habt alle recht herzlichen Dank. Ich freue mich bereits darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Okay, heißt das jetzt, falls man Poké-Dollar-Mangel hat oder sowas, kann man immer wieder das Turnier machen und fertig? Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber Leute, wir haben es geschafft, das ist ganz wichtig. Wir sind nun auch der Allerstärkste in der Akademie. Nemado, das ist echt geschafft. Glückwunsch zum Sieg, das war der Hammer. Mensch, es hat mich ganz kirre gemacht, dass plötzlich alle angefangen haben, das Turnier ultimative Schuhschlacht zu nennen. Ach übrigens, hier ist dein Preis. Sportkappe.
Direktor Klemer meinte, er habe den ganzen Tumult am Ende der Veranstaltung völlig vergessen, ihn dir zu überreichen. Fürs Erste überlasse ich dir den Thron des allerstärksten Trainers. Aber mach es dir darauf nicht zu bequem, denn beim nächsten Mal bin ich mit von der Partie. Wenn du wieder am Turnier teilnehmen willst, dann melde dich einfach beim Turnierhelfer an. Ah, okay, dann ist es echt so. Ich kann mich jetzt immer und immer wieder anmelden. Weißt du was, Nemado? Seit du hier nach Partia gezogen und mein Rivale geworden bist, genieße ich jeden Tag in vollen Zügen. Ich bin echt froh, dass wir uns begegnet sind. Mach mich ja nicht verlegen. Ich sehe nur ungern so rot wie eine Tarmutbeere aus. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, noch viel öfter gegen dich zu kämpfen. Viel, viel öfter. Alter, das ist ein langer Part, ich sag's euch. Boah, ich freue mich aber schon, wenn ich den veröffentliche. Also Leute, wir haben es geschafft. Jetzt kommt noch eine Meldung oder was? Ach komm, ich will doch nur... Wie geht's, wie steht's, Nemado? Hier ist Jim. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Triumph im großen Akademieturnier. Eine klasse Leistung. Als Klassenlehrer des stärksten Trainers der Akademie konnte ich kaum stolzer sein. Ach ja, natürlich, sehen Sie direkt, ich komme sofort zum Punkt. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass gerade in der ganzen Region extrem fordernde Terror-Raids auftauchen. Ständige Erreichungsberichte von Schülern, deren Pokémon verletzt wurden. Das Lehrpersonal hat sich aufgeteilt, um der Sache auf den Grund zu gehen, aber wir sind leider etwas unterbesetzt. Jedenfalls haben wir uns gefragt, ob uns das preisgekrönte Turnier erst nicht unter die Arme greifen könnte. Ja, gut, okay. Super, das freut mich. Besten Dank auch. Dein Pokédex-App wird alle relevanten Daten automatisch aufzeichnen, sodass wir sie später auswerten können. Dann rechne ich damit, dass du dir einige dieser knallharten Terror-Raids zeitnah vornimmst. Aber selbst du als Turnierer solltest die Raids nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich will auf keinen Fall leben, wie sich einer meiner lieben Schüler dabei verletzt. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und danke dir für deine Hilfe. Die Terror-Raids, und zwar die krassen wahrscheinlich. Na passt, dann war es mit dem heutigen Part und somit fehlen uns nur noch die legendären Pokémon und dann ist das Projekt beendet. Ja, und der heutige natürlich, Alter, der ist lang. Ich freue mich schon aufs Hochladen, das wird lange dauern. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.